Und los, Stern, du! Aquaknarre! Ja! Mit Level 36 konnte Sterndu mit Aquaknarre das Onix fast besiegen, Leute. Und die zwei Level, jetzt mit Level 38, haben halt geholfen, dass es jetzt, das jetzt tatsächlich einfach so besiegen kann. Wie geil! Donnerblitz! Carpador erreicht Level 17! Carpador erreicht Level 18. Erdbeben, das finde ich jetzt aber nicht gut. Ja. Dann halt du, Flor. Blättertanz. Ich hätte jetzt Schlafpuder machen sollen. Um Sterndu aufzuwecken. Naja. Du, Flor, erreicht Level 39. Juhu! Donnerblitz! Carpador erreicht Level 19! Dass das arme Sterndu besiegt werden musste. Naja. Aber ich würde keine Tränke benutzen, Leute. Das heißt, der Beleber ist das Einzige, was wir hier bei Bruno benutzt haben. Sehr schön. Agathe möchte kämpfen. Wieder der Delegator, Leute. Wow, ein Volltreffer gegen einen Delegator, Leute. Und jetzt ruft das Gengar zurück. Na toll. Na dann wechseln wir auf Dragonier.
Superschall. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Zurück zu Pikachu. Donnerblitz. Da ist Gengar wieder. Konfu-Strahl. Naja, Pikachu schafft das schon. Oder auch nicht. Wieder Delegator. Aber jetzt hat Pikachu es geschafft. Endlich geschafft. Karpator erreicht Level 20. So Leute, das war's. Karpator wird sich entwickeln mit Level 20. Das heißt, wir können die nächsten Erfahrungspunkte jetzt wieder anders verteilen. Zum Beispiel auf Sterndu. Hypnose. Na, bravo. Donnerblitz. Und zurück zu Pikachu. Giftblick, na toll. Machen wir Donnerwelle. Ruckzuckieb. Nein, jetzt ruft es zurück. Na dann erstmal den Paraheiler. Natürlich, nur damit es Pikachu hypnotisieren kann. Da, Aufwecker. Und jetzt ist es verwirrt. Dann wechseln wir einfach auf Dragonier. Dragonier kann nämlich auch Donnerwelle. Und jetzt wechseln wir zurück zu Pikachu, bevor Dragonier noch besiegt wird. Donnerblitz. Und noch einer. So, dann lassen wir jetzt Fukano kämpfen, Leute. Wickel. Auch noch Volltreffer? Na toll.
Quiz. Hallo, das Arbok ist paralysiert. Gibt's doch nicht. Hypertrank. Eigentlich hätte ich einen Supertrank benutzen sollen oder zwei. Na egal. Immer noch. Wow. Na endlich, Biss. Volltreffer, das gefällt mir. Und noch ein Volltreffer, gefällt mir auch. Super. Hey, Carpador entwickelt sich! Carpador wurde zu Garados. Garados lernt Biss. Es kann doch nicht nur Tech-Platscher, Leute. Oh Mann. So, Garados ist jetzt erstmal fertig entwickelt, Leute. Wir werden es also nicht mehr weiterkämpfen lassen, keine Erfahrungspunkte mehr bekommen lassen. So, Garados müsste eigentlich hier irgendwo sein. Da ist es. Das ist der Ruf. Das gibt es sonst nirgends. Garados, ein grausam Pokémon. Also sehr grausam. Größe 6,5 Meter, Leute. Gewicht 235 Kilogramm. Hier ist es leichter als ein Geowatz. Nummer 130. Dieses Pokémon ist ungeheuer zerstörungswütig. Es hat schon ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Uns fehlen nur noch 14 Pokémon, Leute. Wie geil. Nur noch 14. Und drei davon kriegen wir erst durch die Spielhalle. Das heißt, uns fehlen momentan nur noch 11. Wobei wir uns eigentlich Vulpix jederzeit holen können. Also zählen wir das mal nicht dazu. Das heißt 13. Und zwei davon kriegen wir sofort durch Horndew dann. Super. Und vier haben wir dabei. Zum Entwickeln bereits. So. Dragonier bekommt einen Supertrank. Gebe ich Pikachu einen Hypertrank? Also Sterno gebe ich nichts. Vulcano auch nicht. Ja. Ich würde drei Supertränke hergeben. Also bekommt Pikachu einen Hypertrank. So. Sterno und Duflo dauert noch ein bisschen, bis sie entwickelt werden. Aber Vulcano und Dragonier sind bald soweit. Vor allem Vulcano, dem fehlen ja nur noch ein Level, dann nennt es Flammenwurf. Und dann noch ein Level, damit wir es entwickeln. Dragonier nur noch 5 Level, bis er sich entwickelt. Und Pixie nehmen wir auch mit. Pixie entwickelt sich ja, glaube ich, zwischen so ungefähr Level 40, Leute. Bei Vulpix weiß ich es nicht. Entwickelt es sich durch einen Feuerstein oder durch ein Level? Das weiß ich gerade nicht. Ich hätte fast Garados gegen Garados kämpfen lassen. Donnerblitz.
Gegen die Dragonier versuchen wir wieder möglichst alle Pokémon kämpfen zu lassen. Hyperstrahl, da können wir gleich mal das erste Pokémon wechseln. Sterndu! Und zurück zu Pikachu. So, ging daneben, dabei habe ich noch nicht einen Blitz benutzt. Das ist jetzt der erste. Das ist der nächste Hyperstrahl. Ein Volltreffer. Dann muss ich jetzt leider erstmal einen Hypertrank benutzen. Und kann nicht wieder, könnte nicht sofort auf Dufour wechseln. Blöder Volltreffer. Der zweite Blitz ging daneben. Wieder ein Hyperstrahl. Dann Dufour. So, der zweite Blitz. Der dritte Blitz. Das sollte reichen, dann können wir mal kurz auf Fukano wechseln. So, Fukano wird jetzt besiegt werden, oder? Nein, nicht mal. Wow. Dann zu Dragonier. Das ist nicht gut, Leute. Ein Volltreffer. Schon wieder. Wie beim letzten Mal war es, glaube ich, auch ein Volltreffer. Wir werden jetzt also erstmal Dragonier wiederbeleben. Paralysiert und dreimal Blitz und dann macht, trifft es und macht auch noch Volltreffer, Leute. Von den dreien Blitz merke ich irgendwie gar nichts. So, wir bleiben erstmal wieder bei Pikachu. Und machen eine Donnerwelle. Der erste Blitz. Der zweite Blitz. Der dritte Blitz. Dann wechseln wir auf Sterndu. Auf Dufour. Auf Fukano. Auf Dragonier. Und zurück zu Pikachu. Wickel. Okay. Wie sieht's aus? Muss ich irgendwas heilen? Also Sterne würde ich jetzt nicht heilen. Dragonier. Ja, Dragonier hätte ein... Wobei, ich glaube nicht, dass wir Dragonier noch brauchen. Ah, egal. Es ist noch nicht der letzte Kampf. Wir haben ja noch Darius vor uns. Dragonier bekommt jetzt einfach mal einen Supertrank. Und dann könnten wir... Wenn wir noch einen Wickel warten... Könnten wir Pikachu... Ja, okay, noch einen. So, dann können wir jetzt einen Hypertrank machen, bei der komplett aufgeht.
bei dem nichts verloren geht. Ruckzuckhieb. Dragon erreicht Level 51. Juhu! Es ist stärker geworden. Nur noch 4 Level, Leute. Und Dragonir entwickelt sich. Donnerblitz! Stern, du erreicht Level 39!